gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit im Jahr 2024. Wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr reingekommen und hatten ein schönes Silvesterfest. Vielleicht haben Sie sich ja auch den ein oder anderen Vorsatz gefasst. Bei uns wird es aber an dieser Stelle noch einmal ein wenig weihnachtlich. Nach langer Corona-bedingter Pause konnten in der vergangenen Woche die Sternsinger wieder auf Spendentour gehen. Wir haben sie dabei begleitet und einige Haltepunkte für sie mit eingefangen. Im Anschluss an die Sternsinger haben wir heute noch unser Lausitzwelle Kulturfenster für Sie. Unser Kollege Raphael Schmidt war bei einem Konzert von der Band Steffen Peschel und hat ein Stück für uns mitgebracht. Entsandt von der Gemeinde Heilige Familie waren Kinder am 28. Dezember wieder in Hoyerswerda unterwegs. 3 Jahre durften die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie nicht den Segen für das neue Jahr zu den Menschen bringen und von ihnen direkt Spenden für notleidende Kinder in aller Welt erbitten. Viele der Kinder, mit denen seit September die Spendentour nach Weihnachten vorbereitet wird, nehmen erstmals am deutschlandweiten Dreikönigssing teil, der weltgrößten Spendenbewegung von Kindern für Kinder. Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit, heißt das Motto für 2024. Dabei wurde Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. im Alten Rathaus besucht. Nach mehreren Gesangsstücken gab es für die Kleinen auch noch ein Präsent, begleitet von einer finanziellen Spende. Das ist ja ganz wichtig, dass wir wissen, alles. Zuletzt platzierten die Kinder noch das C+M+B-Siegel über der Tür, um das Haus mit Christus Segen zu versehen. Am Nachmittag bekamen die Beamten des örtlichen Polizeireviers in Hoyerswerda ebenfalls noch einen musikalischen Besuch. Auch hier konnten die Sternsinger eine großzügige Spende der Beamten entgegennehmen. Am 6. Januar gestaltet die Gruppe den Tag der offenen Tür der christlichen Schule Johanneum mit und am 7. Januar den Sternsinger-Gottesdienst in ihrer Gemeinde. Die Botschaft für 2024 lautet: Wir wollen Beschützer der Schöpfung sein und das geht alle an. Das Lausitzwelle Kulturfenster. Jingle Bell, that's the Jingle Bell.
Schon als eine Art Tradition werfen wir zum Jahresende oder in unserem Fall jetzt zum Jahresbeginn mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen von Lausitzwelle. Ob Versprecher oder einfach nur ein Lacher, bei uns klappt natürlich nicht immer alles wie geplant. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie den etwas anderen Rückblick. Viel Spaß! Liebe Zuschauer, Sommerzimmer! Hallo! Hallo! Regen, Sonne, Hallo und Herr, hast du Aufnahme echt gedrückt? Heute berichten wir mit den neuesten Nachrichten der vergangenen Woche. Was ist denn jetzt? Mit den neuesten Nachrichten aus der vergangenen Woche. Wir waren vor Ort und haben uns alles Wichtige... Aha! Nein! Despacito. Heute hat er schon die Hände. Mit der Kanzlerin Amita. Kötter hat er schon die Hände. Quatter, 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 hi. Vor der Gemeindeverwaltung. So. Also, es geht. Sportfest des FSV Lauter. Auf dem Bordplatz. Sportfest des FSV Lauter. Lern nochmal. FSV. Im Sportfest des FSS. Im Sportfest des FVS. Hey, Pippo, warte. Und die werden also, um für den Ernstfall gewappnet zu sein, machen die ja was. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Einige Lausitzer haben dabei aber auch Probleme. Okay. Sag mal in die Kamera, Lausitzwelle ist toll. Lausitzwelle ist toll. Und da blicken wir sozusagen in die Vergangenheit des Hausbaus, nämlich schon bevor es Hammer und Eisen aus Nägel gab. Ja, also Sie haben wahrscheinlich doch ein bisschen zu sehr in der Sonne gestanden, habe ich recht? Wobei ich auch sagen muss, es ist unvorteilhaft, dass Sie wirklich schwarz anziehen an so einem schönen Tag. Okay, Sie haben es ausgeglichen mit einer weißen Hose, aber haben Sie sich das gut überlegt? Lausitzwelle ist auch da. Schönen guten Tag, ihr Lieben! Das ist mal so eine Fliege. Und natürlich die passenden Freizeit-Tipps. Ausläuft automatisch, egal. Liebe Zuschauer, es ist jedes Mal das Gleiche. Chiara aus Hoyerswerda, die hat uns dieses schöne Bild hier gemalt mit zwei Kindern neben einem Leuchtturm. Fein, Chiara, das hast du super gemacht. Dafür bekommst du diese tolle Pflanze nach Hause geschickt, um die sich deine Eltern kümmern können, weil du einfach noch zu klein dazu bist. Knistere ich beim Mikrofonieren? Bis zum 1. April nächsten Jahres. Eckart. Eckart. On the road again mit dem Eckart. Mit dem Eckart. Wünsch gut. Matthias ist wieder richtig unlustig heute. Das war sie schon wieder, die Lehrerin Helm. Also am 1.7. Wir veranstaltigen hier was. Außer Ende wird kein Schwan. Liebe Zuschauer, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also in diesem Sinne möchten wir uns, aber wir sehen gerade, die Bar macht auf, also tschüss. Seien Sie also gerne ab 18.30 Uhr wieder mit dabei. Auf Wiederhin.
Was? Was soll ich mit klatschen? Warum soll ich mehr klatschen? Ja. Und das war's auch schon mit unserer Dienstagsausgabe der Regionalzeit. Wir sehen uns dann morgen um 18:30 Uhr wieder. Haben Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.